Hallo, heute will ich euch sagen, was ich von Cesar Millan halte. Hier habe ich ein Buch von dem. Ich habe noch ein paar andere, zum Beispiel auch Du bist der Rudelführer. Und da war ich zuerst auch wirklich sehr, sehr begeistert von, auch wenn man natürlich so sagen muss, den Rudelführer in dem Sinne gibt es ja gar nicht im Wolfs- und Hundebereich, weil das sind ja immer Elterntiere. Und dann kommen halt die Tiere der nachfolgenden Generation und das bildet dann ein Rudel. Das ist ein Familienverband. Trotzdem fand ich dieses Buch Du bist der Rudelführer für mich wirklich wegweisend, weil er was zu der damaligen Zeit auch angesprochen hat, was da noch gar nicht so populär war und als Esoterik abgetan wurde. Das war eben die Sache mit der Energie, dass man eben egal was man tut, sagt, macht, nicht tut, das alles mit der richtigen Energie machen muss. Im Parelli-Bereich haben wir das auch. Es kommt bald auch ein Video, wie ich das, was ich von Parelli gelernt habe, auch auf den Hund übertragen kann. Und als ich Cesar Millan gelesen habe, war das eigentlich eher andersrum. Wir hatten damals ja nur die Lucy als Hund und die hat damals nicht so gut gehört. Also das ist jetzt auch schon 10 Jahre her oder so. Und da sind so Tipps drin in dem Buch, Du bist der Rudelführer, wie man diese ruhige und bestimmte Energie, die der Cesar Millan so nennt, erreichen kann. Und zwar, indem man sich wie ein Schauspieler vorstellt, man wäre, ich habe mir das so vorgestellt, man wäre Kleopatra. Wobei der hat da Dutzende von Vorschlägen, was man machen kann. Das war der, den ich mir rausgezogen habe. Also habe ich mir vorgestellt, ich bin Kleopatra und habe dann die Lucy angesprochen und sie hat tatsächlich gehört. Und das ist eben auch was, was wir im Parelli-Bereich für Pferde halt kennen, als du brauchst Gramm in den Zügeln, du brauchst Kilos in den Beinen und du brauchst eine Tonne Willenskraft. Also diese Sachen fand ich mal total gut. Auch so ein Beispiel in diesem Buch, Du bist der Rudelführer, wo ein Hund Angst hatte auf Linoleumboden, was sich so ähnlich begab, wie wenn ein Kind fällt, wenn man oder so, und dann schreit es natürlich. Wenn ein Kind fällt und wir gucken erstmal, wenn es sich echt wehgetan hat, dann wird es sowieso schreien und reagieren gar nicht, schreit es oft genug nicht. Und der Hund ist eben ausgerutscht auf dem Linoleumboden und danach hat er sich immer geweigert, da drüber zu gehen und Cesar Millan hat ihn dann genommen, hatte die richtige Energie, alles ist in Ordnung, es ist überhaupt nicht gefährlich und der stiefelte mit dem dann nur so drüber. Erlebe ich auch ganz oft in meinem Pferdetraining, dass das unsere Vorstellungskraft bei Tieren ganz, ganz wichtig ist. Von daher finde ich das echt bahnbrechend. Es gibt natürlich auch viel Kritik an ihm, was ich relativ schwierig zu beurteilen finde, weil wir wissen, auch über meine React-Videos zu den Vox-Pferdeprofis, dass natürlich das fürs Fernsehen oft sehr gestellt ist, dass Tiere, die eigentlich harmlos sind, zu Problemfällen erklärt werden oder eben Tiere, wo der Sattel nicht passt. Pferde, die osteopathisch behandelt werden müssen, die natürlich deswegen auch buckeln. Dann hat man tolle Vorherbilder, dann wird der Osteopath geholt, der Sattler geholt und dann ist das Pferd natürlich wieder gesund und buckelt auch nicht mehr. Wobei, wofür denn noch ein Trainer? Also, ne? Oder den Fall von dem Nero, wo das Pferd, was die Sandra Schneider da in 3 Monate in Beritt hatte, nach diesen, wenn wir auch 2,5 Monaten, noch schlimmer eigentlich war als vorher, die das aber so geschnitten haben, dass es so aussah. Vorher wäre es ganz, ganz schlimm gewesen und hinterher eben nicht. Also solche Sachen müssen wir im Auge behalten. Die könnt ihr nachlesen hier im Buch Die Pferdemafia, was ich da geschrieben habe, mein Enthüllungsroman. Ja, und bei Cesar Millan muss man natürlich auch davon ausgehen, dass fürs Fernsehen da getürkt worden ist. Das ist natürlich in Amerika, können wir überhaupt nicht gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich aber, es kursieren so krasse Bilder und er wird wirklich gebissen. Und ein Hund, der gut sozialisiert ist, zum Beißen zu bringen, kann mir fast nicht vorstellen, was muss da passieren so. Also finde ich jetzt in seinem Fall ist nicht unwahrscheinlich, dass der wirklich schwere Fälle hat. Und wenn dann da mal ein Bild entsteht, wo der Hund kurzfristig in die Luft gerät oder sowas, ist das zwar nicht richtig und auch nicht gut und das sollte nicht passieren, aber ich könnte mir vorstellen, bei so krassen Fällen kann es passieren. Und von daher sehe ich die Kritik an ihm, ja, sehr zwiegespalten. Also ich mag die Bücher von der Fernsehsendung, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Finde es aber, auch wenn jetzt dieses wissenschaftlich gar nicht so fundiert ist mit diesem Rudelführer, dieses Beispiel, finde ich aber, wenn jemand mal so aus dem, ich stehe mitten im Leben, ich stehe fest auf den Füßen heraus argumentiert und er eben sagt, ja, in Mexiko, wo er herkommt, da waren die Hunde halt auch nicht so Haustiere im Sinne von Babys und Kindern,
Ne, die mussten einfach funktionieren, kann man da ruhig auch mal drüber nachdenken. Was ich hier in der Hand habe, das Buch, diese Weltenschule, das hat mir jetzt als einziges von seinen Büchern wirklich nicht gefallen, weil ich finde diese Notwendigkeit zum Beispiel, also es ist nicht vollkommen schlecht, es gibt ja bestimmt auch Sachen, die man da rausnehmen kann, aber was mir eben nicht gefallen hat, war halt die Notwendigkeit, dass Welpen möglichst früh stubenrein werden. Sehe ich wirklich nicht so. Die sind körperlich erst mit einem halben Jahr dazu wirklich in der Lage. Man sollte dann, wenn man es irgendwie schafft, gucken, dass man sie immer raushebt. Und wir konnten das auch nicht. Wir haben halt da hinten eine Hundeklappe. Oder als ich früher noch kein Eigenheim hatte, da habe ich den Hunden, als sie klein waren, immer halt einen kleinen Durchgang hinten geschaffen. War im Sommer ganz einfach. Gut, die Gel haben wir Ende Januar gekriegt, da war das nicht ganz so einfach. Aber trotzdem, man versucht auch nicht, ein einjähriges Kind stubenrein zu kriegen. Das hat mir so nicht gefallen. Das mit der Welpen in die Box oder so, so kriegt man die ja relativ gut stubenrein. Boxgewöhnung finde ich gut, weil wenn man unterwegs ist, dass man den Hund auch mal in die Box tun kann. Haben wir im Hollandurlaub auch nachts gemacht mit der Gel, damit die da nichts anstellen, nichts kaputt machen, gerade wenn die noch so klein und so jung sind. Aber für die Stubenreinheit würde ich es nicht machen. Also hier waren so ein paar Sachen in dem Buch, wo ich da gedacht habe, nee, das wäre nicht meins. Macht natürlich jeder anders, ist ja auch in Ordnung. Aber gerade beim Thema Stubenreinheit, finde ich, sollte man doch die körperliche Reife eher beachten. Und von daher ist das Bodenständigsein eine gute Sache, eine wichtige Sache, aber das wissenschaftliche Know-how dahinter finde ich auch sehr wichtig. Und von daher ist bei Cesar Millan bei mir ja hopp und top gleichzeitig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und mehr von diesen Videos sehen wollt, zum Beispiel von Martin Rutter gibt es da auch eins, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier nichts. Hier gibt es jede Menge Tipps zum Hundetraining und zum Leben mit dem Hund. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.